So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten FIFA-Manager-Karriere-Video. Im letzten Spiel haben wir 3 zu 1 gewonnen und sind dadurch im Finale. Besser gesagt, ist das jetzt wohl das Spiel gegen den vermeintlichen Absteiger. Da seht ihr noch, Arsenal hat die Europa League gewonnen. Und Champions League spielt Inter gegen, oh, Werner, gegen Liverpool. Ja, Lorient ist der Gegner. Sind wohl die Absteiger, so wie das aussieht. Ligue 1. Ja. Ja, schauen wir mal, ob wir da etwas, ob wir dagegen halten können. Ja, dann noch schnell zurück. Jawohl, los. Hier, der hat gar noch nie gespielt, aber ja, ist doch nicht wirklich stark. Und das ist ein Tier, Stärke 80. Ja. Dann würde ich mal sagen, let's go. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Oh, ich sollte niesen. Zu diesem heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Rolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und bei uns steht heute die Relegation auf dem Programm. Das verspricht einiges. Die Relegation, Wolf. Also ist für mich ja eine der ganz kniffligen Geschichten im Fußball. Es steht so viel auf dem Spiel. Noch weiß hier keiner, wo spielen wir eigentlich in der kommenden Saison? Welche Liga wird es sein? Und genau das macht den Reiz der Relegation aus. Ich hoffe, wir steigen natürlich auf. Aber das wird jetzt sicher happig. Hier die Aufstellung des FC Lorient. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Ein einfaches 4-4-2. Das heißt, ich habe nirgends Platz. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. So, alle Paris. Und jetzt geht's los. Mit diesem Finale, diesem unheimlich wichtigen Spiel. Zwei ambitionierte Teams. Mal sehen, wer am Ende die Nase vorn hat.
Sie geben den Ball ab. Und es gibt Einwurf, der Ball war draußen. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Chance zur Führung. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Glück gehabt. Jetzt gefährlich. Der Reingabe kommt an den langen Posten. Ah, nee. Kopfball geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Schade. Den hätte man auch reintun können. Ist hier immer noch am Ball. Super Tackling. Jetzt holt er sich den Ball. Nee. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Zuspiel. Oh, no! Strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Oh. So. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Was machst du? Jetzt wird's Ecke geben. Gar keine schlechte Gelegenheit. Was war denn das für ein Vollhonk? Wiederholung auch noch mal. Er nimmt das Risiko, wird aber nicht belohnt. Ja, leider, leider. Die Ecke kommt rein. Super rausgeholt, den Kopfball. Ah, was war denn das jetzt wieder? Sie kommen jetzt über außen. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Abseits. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Gut gesehen, das war abseits. Junge, 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 Junge. Ah. Ja, guter Pass. So, die Chance jetzt. Chance lebt noch. Weg. Da können Sie erstmal klären. Hau weg, die Scheiße. Das könnte was werden jetzt. Stark verteidigt. Boah. Ah, das wird schwierig. Das wird schwierig. Jetzt wird sie. Okay. Jetzt der Eckball. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt.
Moffi. Kacke. Hier ist dieses Tor nochmal, sie bringen die Ecke rein und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Hier nochmal dieser Treffer. Keine Chance. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wird's jetzt gefährlich? Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Guter Zweikampf. Alex Fernandes. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Bischof. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Gut verteidigt hier. Sie kommen über den Flügel. Gut durchgesetzt, gefährlich. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Ja, könnte was werden. Das gibt Elfmeter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Ja, dabei liegt es hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den für das ein Elfmeter. Okay. Da ist er drin, der Elfer. Ja. Die Wiederholung dieses Elfmeters zeigt, wie eng das war. Millimeter entscheidend über Treffer oder Fehlschuss. Der Ball zunächst am Pfosten und springt dann doch über die Linie. Das war Glück. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Klasse Zuspiel. Oh, ernsthaft. Jetzt doch Pech. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 45 Minuten sind rum, es steht Eieiei. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Ja, die Chancen sind da, sie gehen einfach nicht rein. Wir gehen Let's rein go. In die zweite Hälfte. In diesem Finale schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits.
Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Das war abseits gewesen. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Einen Tick zu früh, wenn er da noch wartet, kann das gefährlich werden. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Gute Aktion. Ist das der Anschlusstreffer? Nee. Das war nicht gut, kein Problem für ihn. Ah. Eckball. Jetzt die Ecke. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Der war nicht abgelenkt. Ernsthaft? Der Ball kommt hoch rein. Alex Fernandez, schöner Pass. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Ja, geht gut dazwischen. Ja, er muss ihn ja zuerst doch annehmen. Ich habe nicht gleich gedrückt. Oh, ich hasse FIFA, echt. So ein Scheißspiel. Ja, immer wieder diese schönen Pässe. Ja, komm, mach das 3-0. Jetzt hätten sie fast noch einen draufgesetzt. So, zum Kotzen, sowas. Diesen Galli voll Ugli. So. Auf Angriff stellen. Chance zum Anschlusstreffer. Fällt das Tor doch noch? Ja! Der Anschlusstreffer ist noch mehr für Sie drin.
2-1. Los. Wir schauen nochmal auf das Tor. Da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Le numéro 23, Marvin Gagpa. Alex Fernandez. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Klärt die Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Muss Einwurf geben. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt's Eckball, gute Möglichkeit also. Ernsthaft? Ja, es läuft wieder ganz toll. Es passieren wieder ganz komische Dinge. FIFA hat wohl wieder irgendetwas vor. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke. Ecke kommt. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Oh, weg. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Alex Fernandez. Lejoff. Alex Fernandez. Chance zur Flanke jetzt. Sie versuchen es. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Da oben, der fordert den Ball. Zieht ab. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Gefährliche Szene. Oh, aber hey, Mann. Man kann diesen Ball einfach nicht nehmen. Und das wird sie ärgern, jetzt müssen sie weiter... Da kannst du drücken, was du willst. Das ist zum Kotzen. Und jetzt... will sich keiner an... Ja, komm. Lass das sein, Jungs. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Wir stehen drum vorne alle zusammen und warten jetzt, bis du kommst. Gell? Jetzt haben sie vielleicht nochmal die Chance. Vielleicht der Ausgleich. Harter Schuss, aber Ball geht eben ins Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Und die Fans geben jetzt nochmal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste.
Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Wird es hier nochmal gefährlich, sie wollen unbedingt den Ausgleich. Könnte der Ausgleich werden. Das ist noch gefährlich. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich glaub's nicht. Erneut so ein hervorragender Pass. Weiter die knappe Führung und wir hören es, die Fans fiebern mit. Gute Chance für eine Flanke. Er pfeift ihn zurück. Abseits. So, jetzt noch eine Chance. Eine richtig gute Gelegenheit, aber die Fahne ist eben oben. Reguläre Spielzeit ist oben, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den. Nee, Mann. Oh, und der mag überhaupt nicht. Gefährlich! Macht er gut! Ball an den langen Pfosten. Gut geklärt, das war wichtig. Oh. Es hat also nicht sollen sein für sie. Ach, schade. Das ist bitter. Ja, ist ganz normal, dass sie jetzt unglaublich enttäuscht sind, aber wer weiß, vielleicht klappt es. Mann! Aber das hat wieder alles von FIFA gezeigt, was einfach beschissen laufen kann. Wie siehst du das? Echt. Eine wirklich gute Leistung bei diesem Sieg. Hat ja auch den Elfer verwandelt. Ja, schon das wieder, dieser Elfmeter. Nee. Niemals. Jetzt der Eckball. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das. Da ist er drin, der Elfer. Gute Aktion. Eckball. Jetzt hätten sie fast noch einen draufgesetzt. Chance zum Anschlusstreffer. Das ist der Anschlusstreffer. Er ist noch mehr für sie drin. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke. Gefährliche Szene. Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter auf. Ja, das war's, ne? Wir bleiben in der Ligue 2. Naja. So, es gab wieder okay.
Spiele ich jetzt nochmal das Finale oder was? Naja, es hat nicht gereicht. Ja, Inter gewinnt die Champions League. Oha, Lukaku dreimal getroffen. Ja, sehr schade. Wäre natürlich sehr gerne aufgestiegen. Aber ja, was will man machen? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye, bye.